Weltentdecker. Ach, Herr Professor, ich freue mich schon so sehr auf unseren ersten Grillabend des Jahres. Das wird super. Ich mich auch. Und mein Wettervorhersagedetektor 3000 hat für heute bestes Frühlingswetter angekündigt. Meinen Grill muss ich natürlich noch ein bisschen putzen, aber dann können wir darauf unsere Würstchen brutzeln. Lecker Würstchen. Die Zutaten für meinen berühmten Kartoffelsalat habe ich gestern schon gekauft. Jetzt brauchen wir nur noch die frischen Grillbratwürste. Wie viele möchtest du denn essen, Glubini? Ich glaube, ich würde am liebsten 10 Stück essen. Na gut, wir werden ja sehen, wie viele du schaffst. Hm? Dann gehen wir jetzt zum Globusmarkt und holen die Bratwürstchen. Ja klar. Wusstest du übrigens, dass Globus in seiner Fachmetzgerei Grillbratwürste sogar selbst herstellt? Schauen wir uns dort doch einmal an, wie sie hergestellt werden. Ja, das machen wir. In den Globus-Fachmetzgereien werden über 100 Fleischspezialitäten und 80 verschiedene Wurstsorten mehrmals täglich frisch hergestellt und dann frisch in den Märkten angeboten. Zum Beispiel hier in Lahnstein. Jeden Morgen wird frisches Fleisch von regionalen Erzeugern angeliefert. Für eine Bratwurst braucht der Metzger Rind- und Schweinefleisch. Dabei wird sowohl mageres als auch fettes Fleisch verwendet, denn Fett ist wichtig für den Geschmack der Wurst. Zuerst wird das Fleisch durch den Fleischwolf gedreht, damit es schön zerkleinert wird. Nun kann es weiter verarbeitet werden. Was ist denn das für eine Maschine? Das ist ein Kutter. Metzger benutzen ihn, um die Zutaten, vor allem das Fleisch, nochmals zu zerkleinern und zu vermischen. Für eine Bratwurst werden zuerst Rinder- und Schweinefleisch in den Kutter gegeben und schon mal mit Salz gewürzt. Jetzt kommt auch das fette Fleisch, also der Speck, in den Fleischwolf und anschließend in den Kutter. Schließlich folgen auch die restlichen Gewürze wie Pfeffer, Muskatnuss und Koriander. Diese Masse nennt man Brät. Die Zutaten sind nicht überall gleich, denn die Menschen in verschiedenen Regionen Deutschlands haben unterschiedliche Geschmäcker und ihre eigenen traditionellen Rezepte. Im Saarland werden Zwiebeln und Petersilie in das Brät gemischt. Die Thüringer Rostbratwürste werden mit Kümmel, Salz und Pfeffer gewürzt. Brr, jetzt wird es kalt. Ist das etwa Eis? Da der Kutter sich sehr schnell dreht, entsteht darin Wärme. Um die Temperatur niedrig zu halten, gibt man Eis dazu. So gerinnt das Eiweiß im Fleisch nicht. Das ist eine ganz weiche Masse. Die zerfließt doch auf unserem Grillrost. Das ist doch auch erst das Brät, Glubini, also die Füllung der Wurst. Das muss jetzt erst noch in die Wurstpelle. Komm, Glubini. Damit die Bratwurst ihre typische Form erhält, wird das Brät in einen Darm gepresst. Er kommt entweder vom Schwein oder vom Lamm oder er wird künstlich hergestellt. Ein Darm ist wie ein länglicher Schlauch. Zuerst wird der Darm gründlich sauber gemacht und dann auf ein Füllrohr, die sogenannte Tülle, gezogen. Zuerst wird das Brät in eine Maschine gefüllt, die es dann gleichmäßig in den Darm und zu einzelnen Würsten presst. Ah, jetzt sehe ich es. Das sieht ja aus wie eine lange Wurstschlange. Die einzelnen Wurstschlangen werden nun gebündelt. So kann man sie einfacher weiterverarbeiten. Genau. Denn bevor man die Würste essen kann, müssen sie zuerst noch gebrüht werden. Dabei wird das Brät im Innern auch fester. Nach dem Brühen werden die Würste noch einige Zeit im kalten Wasser abgekühlt. Dann sind sie fertig für den Verkauf. Zuerst werden sie zerschnitten, dann verpackt und etikettiert. Und jetzt kommen die frischen Würstchen in die Kühltheke. Pünktlich, wenn der Markt morgens öffnet. Na komm, jetzt nehmen wir direkt ein paar mit. Nachher kommen sie auf den Grill. Juhu!
Wie das duftet. Ich habe solchen Hunger. Geduld, Geduld, Klubini. In ein paar Minuten sind sie fertig. Meinst du immer noch, dass du 10 Würstchen schaffst? Nein, ich glaube, ich schaffe sogar 12. Wenn ihr noch mehr über unsere Globus-Märkte wissen wollt, dann schaut gerne unter www.globus.de nach. Dort könnt ihr ganz viel über Globus erfahren. Viel Spaß!